Hallo und herzlich willkommen bei pfefferminzia.de. Wir sind hier auf dem AMC Frühjahrsmeeting und haben hier bei uns zu Gast Frau Reuk, Ansprechpartnerin bei IBM für Digitalisierungslösungen im Versicherungsmarkt. Sie liefert Lösungen, wenn Versicherer danach fragen, wie man dann optimieren kann, wenn es ums Thema Digitalisierung und Prozesse geht. Frau Reuk, alle sprechen über Digitalisierung. Wie erleben Sie die Debatte darüber? Also erst einmal ist das Thema Digitalisierung nicht mehr wegzudenken heutzutage. Alle Versicherer reden mit uns über Digitalisierung und betrachten das Thema als wichtig für sich. Sie entscheiden noch, ob das Thema eher die Digitalisierung ihrer Eingangspost berücksichtigt oder aber die Interaktion mit dem Kunden. Und das sind auch die Themen, die wir in beiden Bereichen mit Ihnen besprechen und wo wir überlegen, was wir gemeinsam unternehmen können in diesem Thema. Was verstehen Sie denn bei IBM unter dem Thema Digitalisierung? Das ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff, zählt manchenorts schon als Buzzword. So, da fällt sehr viel drunter. Wie definiert IBM an der Stelle? Ja, wir fassen das Thema tatsächlich auch genauso breit, einfach auch aus unserer Historie oder auch aus unserem Portfolio, dass wir sehr viele Bereiche bei unseren Kunden dort auch bedienen können und wollen. Es ist zum einen tatsächlich die Digitalisierung im Versicherungsbetrieb. Das heißt, wie kann ich die Eingangspost lesbar machen und auswertbar machen? Das ist der eine Bereich. Und wie kann ich auch meine Prozesse damit mit Digitalisierung effizienter gestalten? Der andere Bereich ist natürlich das, was der Endkunde erwartet. Im Zeitalter der Digitalisierung erwartet der Endkunde eher Apps, die Versicherungen haben. Verlangt nach einer einfacheren Interaktion mit seinem Versicherer. Das heißt, kann ich eine Schadenmeldung nicht über eine App machen? Kann ich meine Verträge über eine App verwalten? Muss ich das heute noch alles über Papier machen? Und in diesen beiden Bereichen diskutieren wir das Thema Digitalisierung. Und es bedeutet natürlich immer eine digitale Verfügbarmachung der Informationen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass IBM in diesem Bereich ein neues Produkt auf dem Markt hat oder ein Alleinstellungsmerkmal hat, nämlich kognitive Systeme. Ja. Sie haben mehrfach darüber in den Medien berichtet. Jetzt erklären Sie doch vielleicht mal unseren Vermittlern relativ einfach, was sind kognitive Systeme und wie funktionieren sie? Ja, kognitive Systeme, die Idee dahinter ist, die Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen und lernen, in einer Maschine umzusetzen. Und wir umfangen einmal, versuchen damit Entscheidungsunterstützung zu geben und nutzen dabei genau das, was der Mensch eigentlich auch tut, um zu lernen und um Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir haben Funktionalitäten, die tatsächlich auch sehen können, die Bilder erkennen können. Wir haben Funktionalitäten, die Sprache verstehen, gesprochene Sprache. Das System antwortet genauso in gesprochener Sprache. Und wir haben natürlich Komponenten, die den Entscheidungsprozess des Menschen, also dass man Thesen bildet, was eine richtige Antwort sein könnte und was man für sich selber auch tut, die mit einer Wahrscheinlichkeit bewertet, ob die richtig sein könnte. Das haben wir in Maschinen oder in Softwareprodukten nachgebaut. Und ja, das sind verschiedene Facetten, aber diese Facetten gemeinsam bilden das, was wir unter Cognitive Computing verstehen. Und die Zielsetzung ist, Entscheidungshilfen den Menschen zu geben, einfach weil die Maschine kann viel schneller durch Millionen Textseiten lesen, als der Mensch es kann. Aber die Maschine wird nicht die letztendliche Entscheidung, die sich daraus ergibt, treffen. Das bleibt weiterhin bei Menschen. Das heißt also, wenn es darum geht, dass aktuelle Studien sagen, immer mehr Arbeitsplätze im Versicherungswesen werden wegfallen, sind kognitive Systeme einer der Gründe dafür, weil es einfach Tätigkeiten gibt, die Technik besser kann, schneller kann, effektiver kann, zuverlässiger kann, als an der Stelle der Mensch selber arbeitet. Habe ich das so richtig verstanden? Das kommt natürlich immer darauf an, was das einsetzende Unternehmen mit dieser Technologie machen wird. Wir können nur einfach, wie Sie sagen, Dinge schneller lesen. Das heißt, Mediziner zum Beispiel müssen heute Vielzahlen von Studien lesen, um ihr Wissen aktuell zu halten und schaffen das zeitlich fast gar nicht. Und dann können sie so eine Technologie wie unsere Watson-Technologie denen an die Hand geben, die die Studien liest
und Ihnen die Ergebnisse daraus zusammenfasst und nutzbar macht. Das heißt, wo liegen die Vorteile für Vermittler und Endkunden bei dem Einsatz solcher Technologien? Für Vermittler, würde ich einsteigen, liegt der Nutzen darin, dass sie ihre Kunden viel besser verstehen können. Das heißt, ich kann zu meinem Eindruck, den ich zu einem Kunden vielleicht persönlich habe, noch unterstützende Technologien hinzuziehen, die mir vielleicht eine Persönlichkeitsanalyse aus einem gesprochenen Wort erstellen. Die können mir anhand dieses Profils Empfehlungen geben, welche Versicherungsprodukte könnten optimal für den Kunden sein. Und ich bin somit als Vermittler natürlich in der Lage, viel mehr Kunden persönlich für ihre Belange zu beraten. Das haben Sie natürlich erstmal sehr positiv formuliert. Tatsächlich zeigen aber aktuelle Umfragen, dass Verbraucher den persönlichen Kontakt schätzen. Wird sich das in Ihren Augen zukünftig verändern? Und wenn ja, was ist der Hauptgrund dafür, dass es sich verändert? Ja, ich glaube, dass der persönliche Kontakt weiterhin das ist, was ein Endkunde haben möchte. Ich glaube, dass man das einfach in einer besseren Qualität tun kann oder dass man es auch, wenn ich mir zum Beispiel nicht direkt den Vermittler, oder aber eher eine Callcenter-Struktur überlege, dann kann ich ja auch dem Callcenter-Mitarbeiter viel bessere persönliche Informationen über den Kunden, der am anderen Ende der Leitung ist, zur Verfügung stellen und bin damit natürlich in der Lage, auch einen viel besseren Service in diesem einen Telefonat dem Kunden zu liefern. Und damit sind wir bei der Frage davor noch mit den, was bringt es dem Endkunden? Das heißt, der Endkunde kann einmal diesen besseren Service genießen und ich kann dem Endkunden natürlich auch in Zeiten, wo ich mein Callcenter oder mein Vertriebler gerade auch selber schläft, durchaus meinen Versicherungsservice auf eine ähnlich gute qualitative Art und Weise näher bringen und zunutze machen. Das klingt sehr interessant, Frau Röck. Vielen Dank für das Interview. Wir sind sehr gespannt, wie Sie hier das Meeting heute erleben und sehr wie gerne. Sie es bereichern. Vielen Dank. Herzlichen Dank.